Danke, danke, liebe Kollegen, das ist sehr nett. Danke, ja. Nee, so ist echt schön. Bitte zurück. So. Sie hatten sich ja gewünscht, dass Sie mit unserem Ehrenamtsteam zusammenkommen. Deshalb bitte ich jetzt alle mal vom Ehrenamtsteam auch sich hier dazu zu setzen, bitte. Ja. Kommen Sie zu mir. Wir haben das nachgefragt. Ja, natürlich. Alles vorbereitet. Ja, Handschuhe auf jeden Fall wichtig. So, traut euch ruhig. Kommt mal ein bisschen näher, Leute. Renate, komm mal her. Komm mal näher ran. Ja? So werden also auch hier die Fotos gemacht, werden vielleicht eine kurze Einführung. Wir machen hier seit 17 Jahren jeden Mittwoch immer dieses Essen. Das war, hat mal ganz klein angefangen, da, weil wir gesagt haben, Leute, die auf der Straße leben, brauchen ihre Ruhe und wollen bedient werden. Und wir wollen das auch in, dem schönsten, in unseren schönsten Räumen machen. Das sind die letzten, die ersten letzten. Und wir haben hier zum Glück ein großes Ehrenamtsteam, das immer Brote schmiert, Suppe kocht, Essen ausgibt. Aber wir merken, satt und sauber ist nicht Würde. Und deshalb gibt es hier Musik, Bücher und Gespräche. Also das Wichtige ist uns, dass wir Zeit miteinander haben. Verändert hat sich auch nicht die Härte des Lebens auf der Straße. Das wird den meisten erst bewusst in diesen Wintertagen, wenn die Temperaturen runtergehen. Herr Bundespräsident, was lag Ihnen heute am Herzen? Naja, ich nehme die Frage. Ja, es ist Advent, aber nicht alle Menschen warten fröhlich und gelassen den Weihnachtsfeiertagen entgegen, sondern
hier in der Wärmestube in der alten Kreuzkirche sind es diejenigen, die Pech gehabt haben im Leben, die Brüche erlebt haben, die ihre Wohnung verloren haben. Viele, die auf der Straße leben und das bei den winterlichen Temperaturen. Und wir sind auch hierher gekommen, um Danke zu sagen den vielen Ehrenamtlichen hier aus der Gemeinde, die nicht nur einmal die Woche öffnen, um Suppe und Brot auszureichen, sondern die den Menschen, die keine Wohnung haben, die auf der Straße leben, hier das Gefühl von Gemeinschaft geben, das Gefühl von Geborgenheit geben, was die meisten schon monatelang oder jahrelang nicht mehr erlebt haben. Und in Berlin brennt uns das Thema auf den Fingern, denn Berlin ist eine Schnittstelle zwischen Ost und West, vielleicht auch deshalb mehr eine Schnittstelle zwischen Arm und Reich geworden. Wenn man sich in den obdachlosen Einrichtungen der Stadt in den letzten Jahren immer wieder umgeschaut hat und da gewesen ist, dann sieht man, dass eben doch inzwischen eine hohe Zahl von Obdachlosen aus Osteuropa kommen, die auf der Suche nach Arbeit in Westeuropa, auch in Deutschland, nicht erfolgreich gewesen sind und hier geblieben sind. Das zeigt, dass man natürlich immer auch Erwartungen an Politik richten muss, aber es zeigt auch, dass es ohne die Arbeit und die Hilfe der ehrenamtlich Tätigen nicht geht, und dafür sollten wir nicht nur in der Adventszeit herzlich Danke sagen.